Nach der gestrigen verregneten Ankunft lacht die Sonne bei meinem ersten Wandertag. Um 6 Uhr in der Früh setze ich mit der Fähre von Pötscher über nach Stadtwehlen. Von 5.40 Uhr bis 23.40 Uhr fährt die Fähre jeweils nach Bedarf. Um die Uhrzeit bin ich heute der einzige Fahrgast. Heute führt mich der Wanderweg zur Bastei und weiter Richtung Kurort Rathen. Eine geschichtsträchtige Sehenswürdigkeit liegt mitten im Wald. An einer Wegkreuzung ließ August der Starke anlässlich einer Jagd einen steinernen Tisch bauen. Im Jahr 1710 fand hier ein fürstliches Essen statt. Heute kann ihn jeder für eine kleine Rast nutzen. Aus dem Wald kommend biegt man auf eine Teerstraße ab und es sind nur wenige hundert Meter, bis mich eine grandiose Aussicht auf der Bastei erwartet. Die Bastei liegt etwa 194 Meter über der Elbe und ist die berühmteste Felsformation der Sächsischen Schweiz. Die Bastei-Brücke ist 76,5 Meter lang und überspannt mit 7 Bögen eine 40 Meter tiefe Schlucht. Sie war Teil der Burganlage und bestand damals aus Holz, um im Falle der Erstürmung sie mit Hilfe von Katapulten und steinernen Kugeln vor den Füßen der Angreifer zu zerstören. Wo ich schon mal da bin, besichtige ich auch die Felsenburg Neurathen. Urkundlich erwähnt wurde diese um 1261. Für einen Eintrittspreis von 2 Euro bekomme ich tolle Ausblicke und ein paar Eindrücke in das Leben von früher.
Wer sich diese Sehenswürdigkeit anschauen möchte, sollte dies zu früher Stunde tun. So hat man seine Ruhe und kann die tollen Aussichten genießen. Um nach Rathen zu kommen, muss ich natürlich wieder bergab steigen. Ich entscheide mich für den Weg durch die Schwedenlöcher. Es heißt, dass sich die Rathener Bevölkerung im Dreißigjährigen Krieg in die unwegsame Schlucht zurückgezogen und damit erfolgreich vor der einfallenden schwedischen Armee verborgen hatte. Auf Stein-, Holz- und Betontreppen geht es abrupt abwärts durch eine dunkle und meist feuchte Schlucht. Nach nur ca. 15 Minuten gelangen wir in den Amselgrund und wandern entlang des Amselsees Richtung Rathen. Hier kann man sich Tret- und Ruderboote ausleihen und gemütlich auf dem See schippern. In Rathen angekommen, entfliehe ich dem touristischen Ortskern und mache eine ausgiebige Rast abseits des Trubels. Dann geht es mit der Fähre ans andere Elbufer. Gegen Mittag ist hier schon echt viel los. Anstatt mit der Bahn zurück nach Pöttcher zu fahren, wandere ich über den Rauenweg zum Rauenstein und dann weiter Richtung Velen. Am Rauenstein angekommen, dann das. Ich denke, es regnet sich fest. Also klettere ich hoch und suche Schutz im Fels. Von hier oben sieht es schon ganz cool aus. Jetzt heißt es erstmal warten. Warten. Und warten. Nach über einer Stunde klart es dann aber doch auf und ich mache mich auf den Weg zur Unterkunft. Heute werde ich nicht mehr auf den Rauenstein hochsteigen. Ich freue mich auf eine Dusche und eine warme Mahlzeit.